10. April 1991. Automobilwerk Eisenach. Ein historisches Datum. Die grundlegenden politischen Veränderungen in Deutschland, der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft, schafften für das Automobilwerk Eisenach ebenfalls grundlegende Einschnitte. An diesem 10. April verließ der letzte Wartburg im Automobilwerk Eisenach das Fließband der Endmontage. Die 6.300 Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigt waren, gaben ihm das letzte Geleit. 1896 gründete Heinrich Erhard die Fahrzeugfabrik Eisenach AG. Erste bedeutende Schritte für die Industrialisierung der Region. 2 Jahre danach verließen die ersten Motorwagen das Werk. Sie erinnerten noch stark an eine motorisierte Pferdekutsche. Anlässlich eines Fahrzeugkursus im März 1900 erhielten diese Automobile auch ihren Namen, Wartburg-Motorwagen. Der erste Petroleumtankwagen Deutschlands um die Jahrhundertwende war ein Wartburg. Genauso wie einer der ersten Feuerwehrwagen. Dixie war ab 1904 der Markenname der Eisenacher Autos. Ein Exportschlager nicht nur für europäische Länder, sondern auch für Übersee. Noch heute steht ein Dixie R12 im Birdwood Mill Museum in Myrtle Bank in Südaustralien. Im Ersten Weltkrieg produzierte das Werk vor allem schwere Lastwagen für das kaiserliche Heer. Danach brachte man kurzzeitig Neuentwicklungen auch unter einem neuen Markenzeichen heraus. Der 6-18 PS Dixie, der erfolgreichste Sechser der 20er Jahre. Durch die Weltwirtschaftskrise war dem Dixie 9-40 PS kein Erfolg beschieden. Aber mit der Produktion eines preiswerten Kleinwagens, dem Dixie 3-15 PS, kam man aus den roten Zahlen. Selbst der ADAC fuhr seinerzeit den kleinen Eisenacher Dixie. Und als 1928 BMW die Eisenacher Fahrzeugfabrik übernahm, baute sie ihn als BMW Dixie weiter. BMW entwickelte dann ein eigenes Fahrzeugprogramm. Vom BMW 309 über die 1,5 und 2 Liter Typen bis zum rassigen Sportwagen BMW 328. Der war damals in seiner Klasse nahezu unschlagbar. Im Zweiten Weltkrieg produzierte das Eisenacher Werk Rüstungsgüter, bis die Bombenangriffe der Amerikaner die Fabrik zu fast 70% zerstörten. Der harte Kern der Eisenacher Automobilbauer rettete das Werk vor der angedrohten Demontage. Schon ab November 1945 liefen wieder Autos und Motorräder vom Band. Ein knappes Jahr später dann übernahm die sowjetische Aktiengesellschaft Avtovelo das BMW-Werk. Leipziger Frühjahrsmesse 1950. Neukonstruktionen deutscher Nachkriegsautos. Nachkriegsautos, die nie in Serie gingen, denn das Werk wurde Volkseigentum. Unter dem Markennamen EMW Eisenach kam das erste Fahrzeug mit einem Zweitaktmotor, der IFA F9, in die Eisenacher Produktion, auf Anweisung von ganz oben. Grundlage für die Entwicklung des Wartburg-Programms war die Technik des IFA F9. Die schönsten aus diesem Programm waren der Wartburg Sport und der Wartburg Bellevue. Letzterer und die Prototypen Wartburg Coupé von 1969 und das schwimmfähige Kübelfahrzeug für Jagd und Freizeit von 1970 gingen nicht in Serie. Auch nicht die Typen 360 von 1974 und der RGW Wartburg 610M mit Skoda-Motor. Das Werk unterhalb der Wartburg hatte vor allem Probleme durch seine Lage. Bei seiner Gründung lag es noch vor den Toren Eisenachs. Doch die Stadt wuchs und umschloss nach und nach die Fabrikanlagen. Das bedeutete begrenzte Kapazität und geringe Stückzahlsteigerung. An den Gebäuden waren nur kleinere Anbauten möglich. Außerdem konnte die alte Bausubstanz nicht erneuert werden.
Doch nicht nur die Gebäudesubstanz war veraltet. Das Gleiche galt für die Produktionsanlagen. Erst in den 60er Jahren ersetzten Schmiedepressen die völlig ausgedienten Fallhämmer. Bis in die 60er Jahre hinein veraltete Anlagen auch in der Galvanik. Ab dann kam ein Nickel-Chrom-Automat zum Einsatz. Er vereinfachte wesentlich das Galvanisieren der vielen Chromteile am Nachkriegswartburg. Später wurden solche Automaten vor allem zur Oberflächenbehandlung und zum Korrosionsschutz der vielen Kleinteile eingesetzt. Zum Serienanlauf des Wartburg 353 1966 wurden erst und letztmals im Stammwerk größere Rekonstruktionen durchgeführt. So arbeiteten im Karosseriebau weitgehend automatisierte Punktschweißanlagen, wie hier bei der Bearbeitung des Karosseriebodens. Dennoch war für bestimmte Arbeitsgänge nach wie vor das manuelle Schweißen durch Facharbeiter notwendig. Auflegen der fertig geschweißten Bodenanlage auf den Transportwagen. Dieser war die Basis für den Aufbau der Karosserie. Punktschweißen der Radschalen am Fahrzeugheck. Geringe Produktionsstückzahlen machten eine Vollautomatisierung hier wenig sinnvoll. Analog dazu musste der Transport noch teilweise von Hand erfolgen. Hier bis zur nächsten Automatisierungsstation, wo gerade das fertige Heck auf die Bodenanlage aufgesetzt wird. Montage der Karosserie-Stirnwand auf die Bodenanlage. Dann das Auflegen der Dachhaut. Große Probleme im Wartburg-Karosseriebau ergaben sich vor allem durch die Produktion auf engstem Raum in verschiedenen Etagen. Schon bei der Installation der Maschinen und Anlagen setzte die Tragfähigkeit der Gebäudedecken von vornherein Grenzen. Deshalb waren auch in der dritten Etage, an der Karosserie im Wesentlichen, nur noch kleinere Anpassungsarbeiten von Hand und Kontrollmaßnahmen möglich. Nach der Endkontrolle kam die Rohbaukarosserie über eine Luftbrücke in die Wasch- und Phosphatieranlage. Dort wurde die Karosserie entfettet, gewaschen und phosphatiert. Nun war die Karosserie mit einer Zinkphosphatschicht versehen. Ein ausgezeichneter Haftgrund für die Grundierung, die im elektrophoretischen Tauchbecken vorgenommen wurde. Die in chemisch reinem Wasser gelösten Lackpartikel kamen auf elektrischem Wege auf die Karosserie. Anschließend wurde die Lackgrundierung bei einer Temperatur von 160 Grad Celsius eingebrannt. Circa 110 Millionen Mark kostete die neue Lackbeschichtungsanlage, installiert in den Jahren 1987 bis 89. Lackierung computerüberwacht. Die Lacksprühköpfe rotierten mit ca. 22.000 Umdrehungen pro Minute. Walzen aus Straußenfedern entstaubten die Karosserie, bevor der Decklack aufgetragen wurde. Das, was die Anlage nicht erreichte, geschah manuell. Die alte Presserei im Stammwerk. Da ihre Kapazität bereits in den 70er Jahren erschöpft war, mussten viele Karosserieteile außerhalb abgepresst werden. Das geschah vor allem in Sachsen und Brandenburg,
in den Automobilwerken Zwickau und Ludwigsfelde. Und das war natürlich mit einem sehr hohen Transportaufwand verbunden. Darüber hinaus hatten diese Betriebe selbst Kapazitätsengpässe in den Produktionsbereichen Presserei, so dass sie diese Arbeiten schließlich nicht mehr durchführen konnten. Eine ähnliche Situation ergab sich für die Kleinteilpresserei. Hier in Eisenach West erfolgte 1976 der erste Spatenstich für ein neues Presswerk. Die erste von vier verketteten Pressenstraßen ging 1980 in Betrieb, die vierte 1984. In der alten Presserei im Eisenacher Stammwerk bestanden keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten. In Eisenach West wurden nunmehr sämtliche Teile in eigener Regie produziert. Aber das Handicap der bisherigen Eisenacher Automobilproduktion war dadurch nicht beseitigt. Die relativ geringen Stückzahlen. Für eine kontinuierliche Produktion konnten immer nur kleine Losgrößen abgepresst werden. Hier ergaben sich durch das laufende Umrüsten der Pressenstraßen und das Auswechseln der tonnenschweren Werkzeuge zwangsläufig Verlustzeiten. Im Betriebsbahnhof Eisenach West trafen täglich, Sommer wie Winter, zwei Reichsbahn-Sonderzüge mit Wartburg-Fahrgestellen aus Gotha ein. Die in Spezialpaletten stehenden Fahrgestelle mussten bei jedem Wetter entladen werden. Dann kamen sie ins über 3 Kilometer entfernte Stammwerk in der Innenstadt. Der Fahrgestelltransport war notwendig geworden, weil das Automobilwerk Eisenach im Planjahr 1982-83 die Produktion kurzfristig um 10.000 Stück steigern musste. Denn die langen Wartezeiten auf den Wartburg-Pkw, die bis zu 16 und 17 Jahren betrugen, führten zu Unzufriedenheiten in weiten Kreisen der Bevölkerung. Die Übernahme der Fahrgestellproduktion durch das Kraftfahrzeugwerk Gotha ermöglichte diese kurzfristige Stückzahlsteigerung. Der komplizierte Transport war im Übrigen unumgänglich, denn das alte Werk hatte keinen Bahnanschluss. So arbeiteten sich die Traktoren Tag und Nacht in 3 Schichten mit jeweils 6 Fahrgestellen auf dem Hänger von Eisenach West durch die vom Verkehr ohnehin stark belastete Innenstadt. Bei einer täglichen Produktion von 250 bis 260 Wartburg bedeutete das ca. 45 Fahrten pro Tag. Im Hof des Stammwerkes dann die ganze Aktion in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst mühsames und zeitaufwendiges Abladen der Fahrwerke per Autokran. Dann das Abstellen auf dem Werkhof oder der direkte Transport mit Spezialelektrofahrzeug in die Wartburg-Endmontage. Am Beginn des ca. 200 Meter langen Endmontagebandes fand die sogenannte Fahrzeughochzeit statt. Erstes Rendezvous von Karosserie und Fahrwerk. Bedingt durch die Bauweise des Fahrgestells war die Fahrzeughochzeit beim Wartburg noch eine echte. Denn das Chassis übernahm, anders als bei Autos mit selbsttragenden Karosserien, den Aufbau und alle tragenden Funktionen. Das Automobilwerk Eisenach hatte ca. 480 direkte Zulieferer. Deren Einzelteile und Material gelangte hier am Endmontageband zum Einbau. Dazu gehörten Schrauben und Kabelbäume, Innenausschläge und Sitze, ebenso wie Gummiabdichtungen und Sicherheitsglasscheiben. Am Ende des Montagebandes dann die Funktionskontrolle auf der sogenannten rollenden Landstraße. Bis 1976 mussten die Fahrzeuge draußen auf den Straßen Eisenachs bis zu 20 Kilometer eingefahren werden. Dazu nutzte man auch die an Eisenach vorbeiführende Autobahn. Ständig wachsendes Verkehrsaufkommen ließ dann diese Prüfungen auf der Straße nicht mehr zu.
Hier wurden Zylinderköpfe komplettiert. Der Lizenzvertrag von 1984 mit der Volkswagen AG zur Produktion von Polo- und Golfmotoren bescherte Eisenach West eine Zylinderkopffertigung mit modernen Taktstraßen. In der Montage übernahmen Automaten Kontrollfunktionen. Dazu gehörten eine Laserstrahlkontrolle der Ventilkeilsitze sowie Lecktests der Ventile. Eine sinnvolle Synthese zwischen vollautomatischem Arbeitsablauf und menschlicher Arbeitskraft war gefunden. Am Ende dieser Montage blieb jedoch die letzte Kontrolle dem qualifizierten Facharbeiter vorbehalten. Durch den Quereinbau des neuen Viertakttriebwerkes in den Wartburg 1.3 ab Oktober 1988 wurde dessen Karosserievorderbau verändert. Auch die vordere Spurweite musste verbreitert werden. Produziert hat man den neu gestalteten Vorderaufbau in Eisenach West. Hier wurden die vorderen Kotflügel, die Motorhaube sowie das Mittelteil punktgeschweißt. Moderne Schweißroboter standen in den jeweiligen Fertigungsnestern um entsprechende Karussellvorrichtungen. Diese nahmen die einzelnen Blechteile auf, arretierten sie und fügten sie zusammen. Auch hier wieder vollautomatische neben manuellen Arbeitsgängen. Die Halle diente gleichzeitig als Lager für die fertigen Karosserieteile vor dem Transport in das Stammwerk. Der Einbau des Golf-Viertakters setzte die Herstellung eines neuen Getriebes voraus. Das bedeutete Investitionen auch im Stammwerk in den Jahren 87 und 88. Die Neuerungen betrafen alle Teile des Getriebes. Das Bearbeiten der Rohlinge, das Verzahnen der Wellen- und Getrieberäder sowie die Bearbeitung der Gehäuse, Synchroneinrichtungen und Schaltelemente. Besonders bei den Verzahnungsarbeiten wurde eine ganze Reihe von teilautomatisierten Maschinensystemen eingesetzt. Das gewährleistete hohe Qualität und hohe Stückzahlen. Für die Produktion des querliegenden Getriebes für den neuen Wartburg musste die gesamte Montagetechnik verändert werden. Das fertige Getriebe auf dem Prüfstand. Seinen letzten Schliff bekam der Wartburg in der Fertigmacherei. Dann ging es zur Auslieferung. Per Achse durch die Stadt, direkt zum Güterbahnhof oder erst einmal in eines der Auslieferungslager. Hier musste er oft längere Zeit stehen, bis die Reichsbahn wieder freie Transportkapazitäten bereitstellte. Im Auslieferungslager warteten auch Sendungen für einzelne Exportländer, vor allem für die ehemaligen RGW-Staaten. Im Auslieferungslager Palmental befanden sich auch Karosserien und Fahrgestellrahmen in großer Anzahl für die umfangreichen Ersatzteillieferungen. Das Gesamtvolumen des Ersatzteilvertriebes betrug teilweise sogar bis zu 33% der Neuproduktion. Ausgeliefert wurde fast ausschließlich über die Schiene, in möglichst großen Autoganzzügen für In- und Ausland. Das Ende der Eisenacher Fahrzeugproduktion. Es war gleichzeitig das Ende für 90 Jahre Automobilsport, der um die Jahrhundertwende begann. Erfolgreichster Sportwagen der BMW-Ära war dieser Typ 328. Er gewann 1940 die Mille Miglia. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Wartburg 353 im Rallye-Sport erfolgreich. Internationale Rallye Wartburg im Oktober 1990. Das Ende für die Eisenacher Automobilsporttradition.
An sie erinnern heute nur noch die Exponate im AWE Automuseum. Um 11.48 Uhr am 10. April 1991 verließ der letzte Wartburg die Eisenacher Fabrikhalle.